Hi Leute, mit der Librarian Software könnt ihr die Sounds von eurem Wavestate ganz bequem über euren Computer, egal ob Windows oder Mac, verwalten. Kleines Beispiel, ihr habt eine bestimmte Reihenfolge von Sounds auf eurem Wavestate, die ihr eigentlich auch so behalten wollt. Nun möchtet ihr aber aus bestimmten Gründen, vielleicht weil ihr morgen einen Auftritt habt oder eine Studio-Session, eine andere Reihenfolge, vielleicht auch mit anderen Sounds, zur Verfügung haben. Mit dem Librarian macht ihr jetzt Folgendes. Ihr speichert euer gewohntes Soundset. Das wären in dem Fall diese 5 Sounds. Ich mache hier mal eine Reihenfolge. Nehmen wir mal an, das ist mein Konzert, das ich morgen in Berlin haben werde. Jetzt mache ich mir eine Setliste mit 5 Sounds. Okay, und speichere diese 5 Sounds als Bundle ab über Export Bundle und nenne die mal Konzert Berlin. Jetzt gehe ich in die Setliste und exportiere die auch. Exportiert. So, jetzt habe ich übermorgen aber ein Konzert in Köln. Diese 5 Songs brauche ich jetzt zum Beispiel nicht. Die lösche ich wieder. Das brauche ich auch nicht. Jetzt brauche ich nur diese 3 Songs. Das heißt, ich mache mir jetzt eine neue Setliste. Drücke hier Control auf meinem Keyboard, auf der Tastatur des Mac. New Setlist und nenne die, ihr seht, die ploppt hier dann auch auf und nenne die Konzert Cologne. Gehe ich wieder in die Performances und lege mir jetzt diese 3 Songs da drauf. Das ist vielleicht ein Unplugged-Gig, wo ich nur ganz kurz eine Performance habe. Genau, jetzt speichere ich mir diese drei Songs ab als Bundle. Export Bundle. Und nenne das Konzert Cologne. Erfolgreich exportiert. Und die Setliste Konzert Cologne, die exportiere ich natürlich jetzt auch. Ich drücke Open und bestätige mit OK. Genau, jetzt sind diese beiden Soundsets sind jetzt gesichert. Bin jetzt in Berlin angekommen, bin kurz vor dem Soundcheck und möchte jetzt meine 5 Sounds in den Wavestate laden. Ja, dazu gehe ich auf Import, klicke auf das Konzert Berlin WS Bundle. Ne, und jetzt seht ihr, wie jetzt hier meine 5 Sounds von vorhin wieder da sind. Öffne jetzt natürlich auch noch die Setliste. Oder lade die Setliste für Berlin rein. Das ist der Konzert Berlin, dieser Setlist-File. Und schon seht ihr, wenn ich mal diesen Performance-Reiter aufmache, wie meine Sounds und meine Setlist da sind. Ne? Und das gleiche geht natürlich auch für das nächste File. Ich lade das Konzert von Köln rein. Dann seht ihr, wie hier unten diese 3 Songs aufploppen. Das Ganze mache ich dann auch mit der Setliste wieder. Konzert Cologne vs. Setlist. So, die Setlist ist da. Doppelklick und
mein Konzert am nächsten Tag in Köln ist auch da. Jetzt, wenn ich jetzt hier draufklicke, wird der dementsprechende Song angezeigt oder der Sound angezeigt, ne, und ich komme hier sofort in mein Programm. Ihr könnt auch einzelne Sounds von eurem Wavestate auf dem Computer speichern. Das geht so. Angenommen, ich habe im Wavestate einen neuen coolen Sound erstellt, den ich unbedingt irgendwo archivieren möchte. Also zum Beispiel diesen. Dann gehe ich ins File-Menü. Ihr seht, ich habe diesen Sound schon hier selektiert im Librarian. Und klicke auf Export. Muss den Folder dann noch selektieren, wo ich das speichern möchte. Klicke auf Open und schon habe ich den oder das File gespeichert. Und das seht ihr hier. Ja, das ist ein Einzelsound, den ihr auch so per Internet weiterschicken könnt. Könnt ihn hochladen. So, genug Infos für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.